Die Türkei will illegal in die EU gelangte Flüchtlinge wieder bei sich aufnehmen, wenn Türken dafür ohne Visum in die EU reisen dürfen. Das war der Deal zwischen EU und Türkei. Doch der könnte platzen. EU-Parlamentspräsident Schulz sieht die Voraussetzungen für die Visumfreiheit nicht erfüllt. Streitpunkt sind vor allem die umstrittenen Antiterrorgesetze der Türkei. Über einen sich zuspitzenden Konflikt, Shakuntala Banerjee. EU und Türkei am selben Tisch und doch auf ganz verschiedenen Seiten. Mitten im Streit um die Visaliberalisierung trifft der EU-Parlamentspräsident den türkischen Europaminister. Das Lächeln nach dem Termin gilt den Kameras. Inhaltlich liegen zwischen den beiden Welten. Die Türkei hat noch nicht alle Bedingungen der Vereinbarung erfüllt. Deshalb habe ich die Beratungen über die Visaliberalisierung gestoppt. Die Türkei hat sehr hart daran gearbeitet, die Erwartungen zu erfüllen. Sie können natürlich sagen, dieser oder jener Punkt sei noch nicht erfüllt. Aber für die meisten dieser Punkte gibt es sehr unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Hauptstreitpunkt zwischen Brüssel und Ankara, die repressiven Antiterrorgesetze. Brüssel will Änderungen, Ankara angesichts der Terrorbedrohung im eigenen Land nicht. Diese Gesetze zu ändern, ist derzeit völlig unmöglich. Außerdem glauben wir, dass unsere Gesetze schon europäischen Standards entsprechen. Dass sich Europa in der Flüchtlingspolitik von der Türkei abhängig macht, das hatten Kritiker schon lange befürchtet. Seit heute ist klar, die Türkei nutzt ihre Machtposition. Ohne Zugeständnisse an Erdogans harte Haltung wird es schwierig werden, den Flüchtlingsdeal aufrechtzuerhalten. Und damit steht die gesamte europäische Lösung der Flüchtlingskrise auf der Kippe. Noch sehen EU und Türkei Raum für Verhandlungen. Den werden sie auch nutzen müssen.